Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel im Signal Iduna Park gegen den VfB Stuttgart am Samstag. Ich begrüße unseren Cheftrainer Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc hier auf dem Podium. Begrüße auch Sie alle in der virtuellen Pressekonferenz und bitte um die Fragen an die beiden Herren. Wir beginnen bei Johannes Hoppe, Radio 91.2. Hallo, erstmal in die Runde. Frage am Anfang, wie sieht es mit dem Personal aus? 10 Spieler haben ja in St. Petersburg gefehlt, besonders Thorgan Hazard und Mats Hummels. Werden die am Samstag spielen können? Guten Tag, ich weiß noch nicht, weil ich habe die Spiele nicht mehr gesehen, seit wir zurückgeflogen sind. Es war 2-3 Uhr am Morgen gestern und ich sehe die Spieler nach der PK oder vor dem Training. Aber sowieso, sie werden heute nicht viel machen. Aber über Hummels und Hazard kann ich nicht jetzt definitiv sagen. Weiß nicht. Dirk Krampe von den Ruhrnachrichten. Ja, ich habe eine Frage an Michael Zorc. Nochmal kurz zurück zur Champions League. Ich weiß, dass Sie die Frage gerne beantworten, deshalb stelle ich sie auch ganz gerne. Was sagen Sie denn jetzt zu den 5 möglichen Gegnern, die es ja noch sind, die es im Achtelfinale eben dann werden können? Haben Sie einen Favoriten? Haben Sie einen Verein, den Sie vielleicht gerne hätten? Nein, bei der Auslosung ist es für mich immer so, wie mit dem Wetter. Das können wir nicht beeinflussen. Das nehmen wir so, wie es ist. Ich glaube, es war gut, dass wir Erster geworden sind in der Gruppe, wenn man sich die möglichen Gegner anschaut. Aber du brauchst natürlich jetzt auch, geht es um Losglück oder Pech. Insgesamt muss ich sagen, dass ich mit dem Abschneiden in der Champions League-Gruppenphase sehr zufrieden bin. Wir hatten gesagt, wir wollen uns qualifizieren. Das haben wir schon relativ früh geschafft. Dann war das Ziel, Gruppenerster zu werden. Das haben wir auch geschafft. Da gibt es natürlich viele, die sagen, ja, bei der Gruppe musst du das auch schaffen. Ja, stimmt vielleicht, aber du musst es auch erstmal machen. Und wir haben es gemacht, wir haben es souverän gemacht. Und insbesondere, wenn man bedenkt, dass wir schlecht gestartet sind mit dem Spiel bei Lazio Rom, dann haben wir das sehr gut hinterher umgesetzt. Und deshalb können wir da sehr zufrieden mit sein und haben jetzt eben noch die restlichen 4 Spiele Bundesliga plus Pokal als i-Tüpfelchen dann noch bis kurz vor Weihnachten. Oliver Mucha vom Sportinformationsdienst. Ja, hallo in die Runde. Auch Frage an Michael Zorc, vielleicht daran anschließend. Herr Zorc, jetzt haben sich alle 4 Bundesligisten für das Achtelfinale qualifiziert. Das gab es zuletzt vor 6 Jahren. Worin sehen Sie die Gründe für diesen Erfolg und was lässt sich daraus ableiten? Danke. Ja, das sind 4 gute Mannschaften, 4 gute Clubs, die sich mehr oder weniger deutlich durchgesetzt haben. Ich habe es gestern am Fernseher verfolgt, Gladbach hat noch ein bisschen gezittert. Ich habe die Bilder noch gesehen, wie die Spieler um den Fernseher zusammenstehen und dann das Endergebnis in Mailand abgewartet haben. Man sieht schon, dass die Gruppenphase dieses Jahr durchaus mit Problemen für ganz große Clubs behaftet war. Bayern München ist natürlich souverän durchgegangen, aber der eine oder andere, selbst Real Madrid, hatte dann doch das eine oder andere Problem. Nein, die Liga ist konkurrenzfähig. Wir sind da auf einem ganz ordentlichen Weg. Anne van Eickels für den WDR-Hörfunk. Ihr seid zufrieden mit dem Abschneiden in der Champions League, könnt ihr auch sein als Gruppenerster. Trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn man die Social Medias mal durchguckt und das rund um diesen Club und rund um den BVB, die Fans nicht alle so zufrieden sind. Was sagst du dazu und wie ist bei euch die Stimmung in der Mannschaft, Michael? Ja, ich kann nur für uns sprechen.
wir sind sehr zufrieden mit dem Abschneiden. Wir haben jetzt natürlich noch einige Spiele vor der Brust bis Weihnachten, die wollen wir erfolgreich bestreiten. Marco Reus hat es, glaube ich, irgendwie gesagt, wir wollen alle vier gewinnen, wenn es geht. Das ist unser Anspruch, das ist immer so. aber wir haben insgesamt, glaube ich, eine gute Stimmung und sind auf einem guten Weg. Robin Haag von der Funke Mediengruppe. Vielleicht was zum Gegner. Herr Favre, wie sehen Sie den VfB Stuttgart? Der spielt ja eine ganz gute Rolle in der Bundesliga bis jetzt, finde ich. Was sind die Stärken des Teams? Ja, ohne Diskussion eine sehr gute Mannschaft. Wenn man sieht, mehrere Spiele, sie machen das sehr, sehr gut. Sie haben viel Power vorne, viel Durchschlagkraft. Bauern und richtige Bewegung und die sind extrem gefährlich. Ja, okay. Sven Westerschulze von der Sportbild. Herr Favre, bislang haben Sie drei Spiele ohne Erling Haaland bestreiten müssen. Einmal hat Marco Reus vorne gespielt gegen Lazio Rom, dann in Frankfurt war es Julian Brandt, jetzt zuletzt in St. Petersburg war es Thorgan Hazard. Hat sich einer von den dreien für die Position nachhaltig empfehlen können oder ist es auch denkbar, dass am Samstag gegen Stuttgart mit Youssoufa Moukoko vielleicht ein vierter Spieler seine Gelegenheit kriegt von Anfang an? Ja, die drei Spieler, die haben zitiert, sind kein richtiger Stürmer, das weiß man, aber wir werden sehen, wer vorne spielt gegen Stuttgart. Und ich muss warten, ich kenne nicht auch dieser Spieler verletzt ist oder kann spielen, kann nicht spielen und so. Und muss warten. Patrick Berger von Sport 1. Hallo in die Runde, ich hoffe, man hört mich hier draußen. Daran anschließend an die Frage der Kollegen, auch mal eine Frage an beide. Michael Scholz. Patrick, wir verstehen dich nicht, das ist sehr abgehackt. Ein bisschen überrascht einerseits davon, wie abhängig man. Der hört mich nicht. Patrick, wir haben kein Wort verstanden, um ehrlich zu sein. Wir versuchen es gleich nochmal, würde ich sagen, am Ende und gehen jetzt mal zu Sebastian Kolzberger. Eine Frage an Herrn Zorc. Wenn Sie jetzt Samstag auf den VfB Stuttgart treffen, treffen Sie auch auf einen alten Bekannten mit Sven Mislintat, der langjährig Ihr Scout war. Jetzt ist er seit 2019 Sportdirektor. Wie bewerten Sie seine Entwicklung beim VfB? Ja, ich kann das ja nur aus der Ferne betrachten und bewerten, wobei wir vor einigen Wochen noch telefoniert haben miteinander. Ich glaube, Sven hat einen hervorragenden Job gemacht. Lucien hat es gerade auch schon beschrieben. Wenn man sich die Mannschaft anschaut, insbesondere wenn es nach vorne geht, haben sie viele gute, individuell gute Spieler mit Geschwindigkeit auf dem Platz. Mannschaft wirkt insgesamt auch sehr gut strukturiert. Trainer macht auch einen guten Job. Also ich kann da meinem Kollegen und früheren Partner nur ein großes Kompliment machen. Johannes Hoppe. Ich habe noch mal eine Frage an beide zum VfB Stuttgart. Stuttgart hat zuletzt vor 23 Jahren in Dortmund gewonnen. Beim FC Köln war es noch ein bisschen länger her. Die haben ihre Durststrecke überwunden. Was muss denn die Mannschaft am Samstag zeigen, damit Stuttgart nicht auch diese Durststrecke überwindet? Ja, ich habe schon ein wenig über Stuttgart gesprochen. Sie haben viel Power nach vorne, viel Durchschlagkraft und sie sind gefährlich. Wenn man sieht, mehrere Spiele gegen Hoffenheim, gegen Bayern und so, sie sind extrem gefährlich vorne. Und sie machen das Spiel auch gut. Nein, eine richtig gute Mannschaft, ohne Diskussion. Und man muss eine Top-Leistung bringen, wenn man will, gegen diese Mannschaft gewinnen. Michael, machst du noch? Ich schließe mich an. Habe ich mir gedacht. Sven Westerschulze. Herr Lüschen, ich habe noch eine Frage zu Marco Reus.
bei wie viel Prozent seines Leistungsvermögens sehen Sie ihn aktuell? Ist er schon wieder bei 100% nach seiner langen Verletzungspause? Wenn nicht, was fehlt ihm noch, um wieder zu alter Stärke zurückzukommen? Ja, ich habe immer gesagt, es wird noch dauern, bis er wieder fit ist, weil du kommst zurück an eine große Verletzung. Es hat 6 Monate gedauert und du musst dich gewöhnen an das Tempo wieder. Und ich finde, seine zweite Halbzeit in Zenit war ganz okay. Robin Haag. Wir haben ja, glaube ich, schon häufiger über Julian Brandt hier gesprochen in der Runde. Ich habe manchmal das Gefühl, er ist immer noch so ein bisschen im Formtief, hat eine schwere Phase. Wie kämpft man sich aus solchen schweren Phasen raus? Sie waren beide selbst Profis und sind lang genug dabei, um zu wissen, was man da vielleicht machen muss. Frage an beide. Ja, ich finde, man sagt, er ist nicht in Topform und hat Ballverlust gehabt, aber ich denke, er hat nicht schlecht gespielt. Das ist so. Und wir spielen auch mehrere Systeme. Vielleicht ist er für ein anderes System besser, aber er macht das sehr, sehr gut, finde ich. Und es ist auch gut für seine Entwicklung, mehrere Positionen zu halten. Auch es wird auf langfristig viel besser sein für ihn. Ja, ich denke, klar, wir wissen alle, dass Julian besser spielen kann, als er es zuletzt getan hat. Wichtig ist dabei, dass er weiter arbeitet, nicht aufgibt, weiter an sich glaubt. Wir stehen dahinter und dass er bald wieder diese alte Sicherheit hat in seinem Spiel, die ihn ausgezeichnet hat. Robin Haag? Ja, kurze Nachfrage dazu, Herr Favre. Sie sagen, er kann mehrere Positionen spielen, was ja auch gut ist. Wo ist er denn am stärksten und was sind seine Stärken, Ihrer Meinung nach? Julian Brandt. Ja, wenn er läuft sehr gut taktisch zwischen den Linien. Ich finde auch, deshalb hat er manchmal auch Stürmer gespielt, weil er ist ziemlich schnell, kann in die Läufer spielen, weil in die, ja, wie sagt man, der profunde, nein, in die Tiefe laufen. Und weil wir brauchen das und der kann das sehr, sehr gut machen, weil wir brauchen das, diese Läufe in die Tiefe. Um die Gegner zu stören. Wir brauchen das unbedingt. Und ich spreche von Stuttgart. Sie haben viel Durchschlagkraft, viel Power. Und jede Mannschaft braucht das. Gibt es weitere Fragen? Dirk Krampe. Ja, nochmal eine Frage an Michael Zorc. Erling Haaland hat uns gestern teilhaben lassen an seiner Reha, die er wohl ja in Katar absolviert. Das hat uns ein bisschen überrascht. Was sprach dafür oder was hat er dort, was er in Dortmund an Möglichkeiten für die Reha eben nicht hat? Und angesichts der Tatsache, dass wir uns ja auch in nicht ganz normalen Zeiten befinden, nochmal die Frage, haben Sie auch nicht ein bisschen Angst oder Sorge, dass er vielleicht mit einer Infektion zurückkommt? Kehren könnte. Reisetätigkeiten sind ja gerade nicht unbedingt angeraten. Ja, also das war sein Wunsch, die Reha dort zu absolvieren. Er ist da von Experten umgeben, die auch im Austausch mit uns sind, mit unserer medizinischen Abteilung sind, die sich quasi rund um die Uhr um ihn kümmern können. Deshalb haben wir am Ende zugestimmt. Erste Fortschritte gibt es schon. Wir haben schon ein paar Bilder bekommen und wir sind der Meinung oder wir gehen auch davon aus, so haben wir es mit ihm abgesprochen, dass er sich auch vor Ort lokal an die dort geltenden Regeln hält, Hygieneregeln hält und dann hier wie vor Weihnachten wieder aufschlägt und dann auch hinterher wieder einsatzbereit ist.
Schaue ich nochmal in die Runde, ob es weitere Fragen gibt. Die Frage von Robin Haag hat sich offenbar erledigt. Dann probieren wir es gerne nochmal mit Patrick Berger. Ich sehe zwar, dass das Bild sehr ruckelt. Nein, okay, die Frage hat sich auch erledigt. Dann sind alle wunschlos glücklich. Dann bedanke ich mich für das Interesse an der Pressekonferenz. Danke auch den beiden Herren auf dem Podium. Und wir sehen uns am Samstag im Signal Iduna Park. Bis dann. Tschüss. Tschüss.